Viktor Skripnik angefressen, die Laune bei Werder Bremen am Boden. Aus in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Sportfreunde Lotte. Wieder einmal. Zum vierten Mal innerhalb der letzten 6 Jahre scheitert Werder in der ersten Runde an einem unterklassigen Gegner. Meine Glückwunsch oder Gratulation Richtung Sportfreunde Lotte. Zum Schluss kann ich sagen, das verdiente Sieg. Ja, natürlich, wir sind enttäuscht und nicht das, was haben wir vorgenommen heute so abgelaufen. Ja, natürlich niemand gewartet, das wird hier ein Spaziergang oder so ein einfaches Spiel. Aber genauso, dass unsere Anstellung, man hat schon gesehen heute, dass teilweise uns im entscheidenden Moment gefällt. Das peinliche Aus im Pokal, ausgerechnet kurz vor dem Bundesligastart beim FC Bayern München. Wir haben letzte Saison vielleicht mit Überraschung Halbfinale erreicht. Diese Saison haben wir auch, kann sein, Überraschung jetzt zum Schluss ausgeschieden von der ersten Runde. Ja, und das ist natürlich die Sache, wo wir freuen uns natürlich nicht so viel. Ja. Grundsätzlich war so ein Spiel, offenes Spiel, ja. Jeder wollte nach vorne spielen und Kompliment auf Lotte und viel Erfolg weiter im Pokalrunde. Schlechte Stimmung zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Denn eigentlich wollte man die desaströse letzte Saison so schnell wie möglich mit einem positiven Erfolgserlebnis abhaken.